Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und mit den Neuigkeiten, die aktuell announced wurden. Vor ein paar Stunden auf allen gängigen Plattformen konnte man lesen, und diesmal gehe ich wirklich in die Post. Meistens in der Post nicht alles drin, aber in der Post wird alles zusammengefasst. Also, der legendäre Dungeon wird nochmal gefeiert mit einem, ja, fast einem 5er-Event. Also es gibt nochmal mehr Gold vor allen Dingen. Es gibt halt nochmal Pilze extra. Fest der Festung und der Aurale Großputz. Ich glaube, Aurale Großputz. Ach, ich habe schon wieder vergessen, was da passiert. Die Informationen werden dann eh vom Wirt geteilt. W50 startet am 9. Juli. Das wurde ja schon sozusagen von vielen auch vermutet, weil der legendäre Dungeon ja quasi ins nächste Wochenende hineinreicht. Da wäre ein Serverstart dann nicht sinnvoll gewesen. Im Prinzip muss man sagen, es ist jetzt der 30.06. und am 9. Juli wird er released. Das heißt, wir haben knapp 10 Tage Vorlaufzeit für diese Ankündigung, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Wenn es so weitergeht, sehr, sehr gut, kann man wirklich viel machen. Und die weiteren Informationen, ja, das sind die Standardinformationen, da braucht man nicht drauf eingehen. Hier wird in der Post von einem neuen Start-Event geredet, aber bisher ist im Forum noch nicht zusätzlich rausbekommen, wie dieses Start-Event aussieht. Also ich meine, ich habe mir das jetzt auch nicht unbedingt in den letzten Server-Announcements durchgelesen, ob da auch schon von diesem Start-Event die Rede war. Vielleicht habt ihr da ja mehr Infos. Irgendwie, ich glaube, wenn ich so ein bisschen durch das Discord fliege, wird da jetzt auch nicht so viel rumstehen. Bisher noch nicht so die Rede. Werden wir vielleicht noch erfahren, ob das auch nochmal was Besonderes ist oder nicht. Aber natürlich kommt ja endlich der Jubiläumsserver W50, und das ist eigentlich sehr geil. Und ich habe es schon mal erwähnt, ich habe damals gesagt, sollte dieser besagte Server am 9. Juli kommen, dann bin ich wahrscheinlich raus. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir mit unserer Familie, also mit meiner Familie, mit meinem Familienseite schon letztes Jahr einen Familienausflug geplant hatten über das Wochenende. Das Ganze ist damals durch Corona im letzten Jahr schiefgegangen. Und in diesem Jahr haben wir uns das Datum, den 9. Juli, beziehungsweise das Wochenende um den 9. Juli gesetzt. Da fahren wir quasi zusammen in den Norden, mitunter in den Heidepark und vielleicht noch zu anderen Aktivitäten. Und ich werde dort definitiv keinen Laptop mitnehmen. Und ich werde zwar das Handy dabei haben, aber ich werde einen Teufel tun und einen Serverstart auf dem Handy spielen. Zumal ich ja eigentlich auch was vorhatte. Und ich habe mir eh schon immer Gedanken gemacht, schaffe ich das überhaupt? Selbst wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre, hätte ich das alles so geschafft, weil ein Serverstart zu Pilzen mit ein paar Zielen, das braucht auch Zeit, das sage ich immer wieder. Ich habe das ja auch bei meinem Bootcamp in den Vorbereitungen erzählt. Und das heißt, ich werde von Donnerstagabend nach der Arbeit direkt quasi dahin fahren, Freitag den ganzen Tag dort sein, Samstag den ganzen Tag dort sein, höchstwahrscheinlich Sonntag erst zurückkommen irgendwann. Und da weiß ich auch noch nicht mal, ob ich Sonntag dann Lust und Laune habe, mich langfristig vor den Rechner zu setzen. Das heißt, das wird der erste Serverstart seit langem sein, seit über einem Jahr, wo ich gar nicht zugegen bin. Das heißt, da wird es auch keine Videos geben können. Ich werde natürlich versuchen, also was ich definitiv versuchen werde, ist von Sonntag zu Montag, also Tag 3, eine Analyse zu machen. Das, denke ich mal, sollte ich hinkriegen, aber alles andere, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also tendenziell bin ich ja noch nicht mal 16 Uhr in der Lage, meinen Chart zu erstellen. Also das könnte ich über das Handy machen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ein Urlaub der Art, der schon seit anderthalb Jahren mindestens geplant ist, der mit Spaß, also Freitag sind wir höchstwahrscheinlich halt auch im Heidepark, da bin ich auch erst vielleicht 18, 19 Uhr da wieder raus. Wie soll ich das machen? Und an sich bin ich so zwiegespannt. Eigentlich sage ich, naja, mir wäre es eh lieber gewesen, meine Pläne im nächsten Jahr vielleicht umzusetzen, wenn sich die Situation für mich ein bisschen noch entspannt hat, was das Aufnehmen oder das Stream betrifft, weil ich das ja eigentlich auch gerne streamen wollte. Aber so komplett W50 sein lassen kann ich ja auch nicht. Aber ich überlege jetzt halt so ein bisschen, spiele ich dann halt einen normalen Free-to-Play-Char,
und versuche den sehr lange zu spielen und guck mal, was da rauskommt. Ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich werde auch, glaube ich, niemanden finden, der sagt, hier, die ersten 3 Tage spiele ich für dich komplett, weil es kann, das geht ja auch nicht. Weil erstens will man selber vielleicht spielen, zweitens habe ich ja, wie gesagt, meinen eigenen Spielplan und den kann ich keinem dichten. Ne? Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit am Telefon hängen und sagen, bitte mach jetzt das, bitte mach jetzt das. Das geht halt einfach nicht. Und deshalb ist es meine erste neue Serverankündigung, wo ich so ein etwas tränendes Auge dabei habe. Aber sei es drum. Ich freue mich, dass er kommt. Ich freue mich auf das, was dort vielleicht passieren wird. Ich hoffe, dass alle Pläne von anderen Spielern ähnlich gut verlaufen, wie sie hätten zum ersten gedachten Zeitpunkt verlaufen werden. Das war auch lustig. An dem Wochenende, wo wir vermuteten, dass W50 starten würde zum Geburtstag, hätte ich sogar von Freitag zu Samstag durchstreamen können. Hätte am Samstagabend ganz normal mein Spiel machen können und Sonntag hätte ich es auch hingekriegt. Ich hätte also meinen Plan fast zu 100% umsetzen können. Ist jetzt halt kacke gelaufen für mich an dieser Stelle. Aber lasst euch davon diesen Server auf jeden Fall nicht vermiesen. Also spätestens zur Analyse werde ich auf W50 dabei sein. Ja, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was man machen kann, aber ja. Schwierig. Wiederum ist es vielleicht ganz gut, dadurch, dass ich dann W50 nicht intensiv, der erste Monat ist ja auch intensiv, dass ich vielleicht dann mehr Zeit hätte, einem möglichen Beta-Server oder irgendwie dabei zu wohnen. Keine Ahnung, das wissen wir auch noch nicht. Die Informationen, wenn sie kommen, ja, bei dem Thema bin ich auf jeden Fall hellhörig. Und trotzdem die Infos raus. Und ihr habt hoffentlich genügend Zeit noch für euch, das Ganze zu planen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr eure Pläne ändern musstet. Außer jetzt, dass es halt ein anderer Zeitpunkt ist, aber ob ihr vielleicht sogar andere Gilde beitreten müsst oder irgendwas. Und falls ihr mit W50 noch nicht so ganz im Reinen seid, gönnt euch das Bootcamp. Die Videos dazu, da habe ich ja einiges pronounced, einiges gezeigt, was man machen kann. Und vielleicht hilft euch das ja weiter. Das war es dann erstmal von mir. Im Laufe des Tages, morgen, es ist schon sehr spät, wahrscheinlich so zum frühen Abend, wird es dann auch nochmal ein anderes Video geben, was ich jetzt eigentlich aufnehmen wollte, weil die News gelesen habe. Deshalb sage ich einfach bis demnächst. Haut rein, macht der Tschüss und Servus. Euer Basti.